Ich nehme keine negativen Energien auf. Ich nehme keine negativen Energien auf. Ich nehme keine negativen Energien auf. Wuhu! Einen wunderschönen Hallo oder auch nicht. Der, ich hab hier gerade ganz kurz den Drachenlord gemacht. Mann! Oh, Leute. Wo fange ich jetzt an? Wisst ihr, weil ich nicht so ein Clickbait-YouTuber bin? Ich hab Corona. Hat heute eigentlich wirklich motivierend gestartet. Und dachte mir so, du schläfst dich heute richtig aus und yay, am Donnerstag geht's nach Köln. Dann habe ich noch so auf entspannt mit einer Freundin telefoniert und habe einfach mein Leben gefeiert, paar super produktive TikToks gemacht, ich ahne nichts Böses. Und dann kam noch der gute Postbote heute und hat mir mein neues Wireless-Mikrofon mitgebracht. Also, besser kann der Tag eigentlich nicht starten. Außer mein Crush hätte mir natürlich geschrieben, dass sie mich auch liebt, aber... kommen wir zurück zum Thema. Ich merke so, Tag vergeht. Und auf einmal so, ich wollte rausgehen. Dann auf einmal so... Ich schwör euch, ich hab mich noch nie so tot gefühlt. Marco, was machst du jetzt? Bisschen Zeit vergangen, Tabletten genommen, dachte mir geht's besser. Und dann kommt so meine Mutti mit einem Corona-Test. Ja, gleich haben wir's. Ja. Und dann passiert das. Ja, komm, Kamera, fokussier. Ja. Ich dachte so, okay, Corona gibt es schon seit 2 Jahren. Mein Gott, nicht mal ein scheiß Virus will mich haben. Und ein Tag vor der Gamescom, von einem Event, auf das ich mich schon seit Corona existiert, freue. Warte mal, was soll ich jetzt sagen? Also auf jeden Fall, kurz bevor ich zu der nicesten Messe dieses Jahr fahren wollte, kommt zu Corona vorbei und denkt sich so, Bruder, ich schieb dir jetzt einen Stock in den Po. Wahrscheinlich so Karma, ihr wisst nicht, wie oft ich in der Schule saß und mir so dachte, oh mein Gott, bitte Corona-Test, sei positiv. So wisst ihr noch, so Anfang 2021, wo man immer so diese Corona-Tests in der Schule machen musste, als so Schule wieder angefangen hat. Ich habe immer so gehofft, ja, bitte lass mich Corona haben, ich habe keinen Bock auf Schule, bitte falsch positiv, hier noch mal ein bisschen Cola reingekippt, so alles. Aber Hauptsache Corona kommt jetzt in den Ferien. Es ist immer der passendste Moment. Wisst ihr dann, Leute? Dann habe ich erstmal meine Depri-Musik gepumpt. Geh und nimm mein Herz mit, bevor es in mir verblutet. Young Mula Base! Vitale, sauber. I wasn't born last night. Einfach warum? Dann meinte so meine Mutter zu mir, ach komm, es, Alter, das war nicht die letzte Gamescom. Nächstes Jahr wird es bestimmt eine Gamescom geben. Ja, sollte die Erde bis dahin noch existieren, bei dem, was gerade auf diesem Planeten abgeht, wäre es natürlich wunderschön, nächstes Jahr auf die Gamescom zu gehen. Oh mein Gott, vielleicht gibt es ja Corona bis dahin nicht mehr. Das habe ich mir schon versucht, vor 2 Jahren einzureden. Geschmack habe ich auch so gut wie gar nicht. Jetzt habe ich gerade mal so 10 Minuten gesprochen und mein Hals tut jetzt schon weh. Das kann ja lustig werden, wenn ich dann von zu Hause diese Woche streame. Was soll ich Ihnen jetzt sagen?
Leute, ich bin Corona-positiv. Ich kann nicht zur Gamescom. Und nein, darüber kommt natürlich kein Song. Ich bin gegen Corona. Ich weiß nicht, warum du mich vor der fucking Gamescom fickst. Ich wollte Spaß haben. Naja, ich habe jetzt mir so ein bisschen überlegt, hier auf YouTube ein bisschen in die Comedy-Richtung zu gehen, mit Humor, den nicht mal ich lustig finde. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr doch ein Like da lassen. Und ein Like ist gleich einmal mehr Gesundheit und weniger... Ach, lasst einfach ein Like da oder auch nicht.